Herzlich willkommen zum Mini-Werbeblock zu Beginn des Videos. Am 16. April, also jetzt dann demnächst, da wäre noch ein bisschen ein Plätzchen frei für meine Kallführung. Hier steht mal grob, worum es geht. Und ja, wer zufällig aus der Region kommt und da noch nicht dabei war und da zufällig irgendwie Bock hat, das wäre eine Möglichkeit. Ich wollte es einfach nur noch mal kurz gesagt haben. Das werde ich immer mal wieder tun, wenn ich kurzfristig noch irgendeine Führung anzukündigen hätte. Das war es auch schon und damit legen wir mit dem regulären Video los. Vielen Dank fürs Werbung aushalten. Auf geht's. Hallo und herzlich willkommen im nassen Stadtpark. Und weil der so nass war, habe ich gedacht, ich nehme jetzt einfach mal auf, was ich aufnehmen kann und vertone das hinterher. Und das hört ihr jetzt entsprechend gerade, weil war wirklich nicht so angenehm zum in die Kamera quatschen. Auch die starken Windgeräusche. Ich habe sie jetzt mal ganz dezent noch ein bisschen drin gelassen. Hätten das recht schwierig gemacht. Darum ist es so der bessere Weg. Ja, der gerade angezeigte Baum, um den soll es gehen. Das ist eine Atlaszeder. Ziemlich sicher ist sie das. Das ist manchmal gar nicht so einfach auseinanderzuhalten, weil die Atlas- und die Libanon-Zeder auch miteinander hybridisieren können. Und bei diesen Züchtungen, die man dann in Stadtparks finden kann, da tue ich mich dann hin und wieder ein bisschen schwer, mich festzulegen. Wir sagen jetzt einfach mal, es sei eine Atlas-Zeder. Ich bin mir zu 80% sicher. Wer gute Gründe für die Annahme hat, dass es doch eine Libanon-Zeder sei, der schreibt es bitte gerne in die Kommentare. In dem Fall sind die Bilder dann hinfällig. Und wir wissen aber zumindest mal, wie eine Zeder aussieht. Die beiden sind sich relativ ähnlich optisch, die Atlas und die Libanon-Zeder. Ja, beide findet man in Deutschland mehr oder weniger eigentlich nur in Parkanlagen. Im Wald gibt es ein paar Versuchsflächen, wo das mal ausprobiert wurde. Und das könnte sich in der nächsten Zeit allerdings durchaus ändern, da beide Zedernarten im Portfolio der sogenannten Zukunftsbäume eine größere Rolle spielen. Sie sind beide sehr dürreresistent und sie stammen auch beide eben aus einer Region, deren Klima heute dem entspricht, ungefähr, wie wir uns das Klima bei uns dann in ein paar Jahrzehnten vorstellen müssen, soweit wir das überhaupt irgendwie sagen können. Ne? Das ist ja immer durchaus mit gewissen Unsicherheiten verbunden. Und zwar im Fall der Atlaszeder, die kommt, wie der Name schon sagt, unter anderem aus dem Atlasgebirge. Das befindet sich in Nordafrika, also auf der anderen Seite vom Mittelmeer, ist damit eine mediterrane Baumart, aber eben aus der Gebirgsregion. Das heißt, sie ist einerseits das mediterranoide Klima gewöhnt, das nun mal mit trockenen Sommern daherkommt, was für uns auch zu erwarten wäre. Sie hat aber gleichzeitig durch ihren Gebirgscharakter eine gewisse Anpassung an kalte Temperaturen und geht bei ein bisschen Frost noch nicht sofort kaputt. So, jetzt müssen wir uns die Sequenz von eben gerade nochmal anschauen. Denn zur Bestimmung sind erstmal die Zweiglein wichtig und was wir da als allererstes sehen können, ist, dass sämtliche Nadeln in Büscheln auf dem Zweig stehen, wohlgemerkt auch auf dem Zweig, das ist durchaus typisch hin zum Licht, ne? Und wir finden unterm Zweig vereinzelt einzelne Nadeln, das ist leider unscharf, aber sehen kann man sie trotzdem, die nicht zu den Büscheln gehören, sondern so am sogenannten Langtrieb vorliegen, während diese Nadelbüschel, die nach oben weggehen, das sind sogenannte Kurztriebe. Und da kommt es jetzt ein bisschen drauf an, wie viele Nadeln man pro Kurztrieb hat, um zum Beispiel Libanon- und Atlaszeder zu unterscheiden. Die Atlaszeder hat recht viele, das ist hier der Fall. Die Libanon-Zeder etwas weniger. Und die Libanon-Zeder hat zumindest oft keine einzelstehenden Nadeln am Langtrieb. Zumindest habe ich das mal so gelernt. Und deswegen komme ich hier eben auf die Atlaszeder. Auch die Zapfen lassen eher die Vermutung zu, dass es sich um die Atlaszeder handelt, wobei sich die Zapfen der Libanon-Zeder und die Atlaszeder auch ziemlich ähnlich sehen können. Übrigens relativ viele Zapfen, das spricht entweder für einen sehr guten Zustand des Baumes, dass es dem gut geht und er sich leisten kann, viele Zapfen zu machen, oder, und das weiß man jetzt eben nicht so genau, der Baum hat irgendwelche Schwierigkeiten und macht daher noch mal ein paar Zapfen, um noch ein paar Samen zu produzieren, bevor er das Zeitliche segnet. Das ist aber hier nicht gegeben, also vermutlich geht es dem Baum gut genug und man muss sich da keine Sorgen drum machen. Ja, Zedern gehören auch wie viele andere Nadelbäume, die bei uns so vorkommen, zu den Pinazäen, also zu den Kieferngewächsen, den Kiefernartigen, wie auch immer man das genau übersetzen möchte, und sind also im weitesten Sinne auch verwandt mit allen anderen Nadelbäumen, die hier bei uns vorkommen, was eine ganz gute Sache ist, einfach damit da eine gewisse Ähnlichkeit von den Standortsansprüchen und von der evolutionären Entstehung gegeben ist.
Ja, grundsätzlich muss man bei den Zedern sagen, bei beiden, dadurch, dass sie eben in Gebirgsregionen um das Mittelmeer heimisch sind, das hatte ich ja schon gesagt, können sie mit den kalten Temperaturen als auch mit der Sommertrockenheit, die für den Mittelmeerraum typisch ist, gut klarkommen. Und da ist jetzt allerdings die Libanon-Zeder nochmal etwas besser angepasst als die Atlas-Zeder. Die hält die Sommerdürre wahrscheinlich noch etwas besser aus, hat vom natürlichen Verbreitungsgebiet her auch die Regionen, den Libanon zum Beispiel, die nochmal weniger Niederschlag aufweisen, als es zum Beispiel das Atlasgebirge tut, und wäre also noch etwas dürreresistenter. Aber die Atlas-Zeder wiederum, die wir ja hier besprechen, die ist etwas flexibler, was die Wahl ihres Standortes angeht. Das heißt, man kann sich auf fast jeden Boden, staunass sollte er nicht sein, unglaublich sauer sollte er auch nicht sein, aber das sind auch schon die beiden Einschränkungen, kann man sich auf fast jeden Boden pflanzen, was sie zu einer ziemlich universellen Wahl macht. Und die Jahresniederschläge sollten in ihrem Wuchsgebiet nicht auf unter 500 bis 600 mm fallen. Das sollte auf den meisten Standorten in Deutschland auch kein Problem sein. So ein trockenes Klima erwarten wir dann doch eher selten, beziehungsweise nur für wenige Sonderstandorte. Ich werde jetzt aber im Weiteren wirklich speziell über die Atlas-Zeder sprechen, und die Libanon-Zeder müssen wir irgendwann anders mal durchgehen. Wenn ich mal ein Exemplar der Libanon-Zeder gefunden habe, über die wir dann auch reden können, weil momentan wüsste ich nicht, wo bei mir in der näheren Umgebung eine rumsteht. So, wichtig ist bei fremdländischen Baumarten, das ist hier ja eine fremdländische, die natürlich nie in Deutschland vorgekommen ist und wahrscheinlich hier auch nie hinkommen würde, jedenfalls nicht in den nächsten 1000 Jahren, da muss man sich immer die Frage stellen, ob die ein Invasivitätspotenzial hat. Das heißt, es könnte es sein, dass sie sich unkontrolliert ausbreitet und andere heimische Arten verdrängt. Und diese Frage können wir bei der Atlas-Zeder mit einem klaren Nein beantworten. Damit die sich überhaupt ausbreitet, braucht sie ein bisschen die pflegende Hand des Försters, gegebenenfalls die pflanzende Hand des Forstwirtes. Und ohne diese beiden Komponenten ist mit einer Selbstausbreitung quasi nicht zu rechnen. Die wird dann zu schnell von anderen schattvertragenderen Baumarten, wie zum Beispiel spätestens der Buche, niedergemacht und verschwindet einfach wieder. Da müssen wir uns also keine Sorgen machen, dass da irgendein Invasivitätsrisiko bestände. Allerdings Baumarten, die nicht in der Lage sind, sich von alleine auszubreiten, bei denen muss man sich auch immer die Frage stellen, können wir von ihnen denn dann auch Naturverjüngung erwarten? Für die, die sich nicht auskennen, Naturverjüngung heißt, der Baum macht ja, vermehrt sich selbst, schmeißt seine Samen runter und es wächst die nächste Generation dieses Baumes heran. Das funktioniert wahrscheinlich, da hat man auch noch nicht so viel Erfahrungswerte. Können wir aber schon davon ausgehen, dass die eine oder andere Naturverjüngung möglich sein sollte. Übrigens, die Fruktifizierung setzt nach dem 40. Lebensjahr erst ein. Das heißt, wir können frühestens, wenn wir jetzt anfangen, Atlas-Zeder zu pflanzen, im Jahre 2063 mit den ersten Naturverjüngungsexemplaren rechnen. Das ist also noch ein bisschen hin, ne? Dafür lässt sie sich sehr gut künstlich verjüngen. Heißt, man erntet die Zapfen, die wir ja schon am Baum gesehen haben, zum Beispiel von Exemplaren wie diesem hier. Das wäre zumindest eine Möglichkeit. Die müssen dann ein kleines bisschen aufbereitet werden, ausgepflanzt werden. Und da gibt es eine sehr schöne Quote von Jungpflänzchen, die daraus keimen, die man dann wiederum mit einer Mindesthöhe von 11 cm und einem Jahr, das ist also auch nicht allzu lang, dass man da warten muss, bis man die auspflanzen kann, in den Wald pflanzen kann. Ist auch wichtig, dass man sie früh auspflanzt, weil beide Zedern haben die Eigenschaft, dass sie erstmal ziemlich viel Energie in ihre Wurzel investieren, bedeutet den Boden gut erschließen und erst dann mit dem oberirdischen Wachstum so richtig loslegen. Das bedeutet, einerseits ist das genau richtig für trockene Jahre, ja, also gerade in Jahren, in denen mit Trockenheit zu rechnen ist, verdursten häufig die jungen Pflänzchen, weil sie noch keine lange Wurzel haben. Und bei den Zedern wäre es so, dass die halt schon sehr früh eine lange Wurzel haben und wir daher mit einem geringen Ausfall bei Pflanzung in trockenen Jahren rechnen würden, so die Hoffnung zumindest. Ja, aber
Dadurch, dass sie oberirdisch klein bleiben, brauchen sie oberirdisch natürlich auch ein wenig Schutz, werden sehr schnell vom Reh gefressen, könnten auch Spätfrostereignisse noch abbekommen. Und ja, das ist dann also einfach so ein, ja, man kriegt nicht beides. Man kann nicht ein schnell sich etablierendes Wurzelsystem haben und oberirdisch gut ausgebildete Pflanzen. Und wartet man, bis sie oberirdisch so groß sind, dass man sie bequemer pflanzen könnte und sie eine höhere oberirdische Überlebensrate hätten, dann ist die Wurzelentwicklung viel zu sehr gestört. Man kriegt sie einfach nicht mehr aus dem Boden raus, ohne die Wurzel massiv zu beschädigen. Daher ist das, denke ich, ein guter Kompromiss, wenn man das dann so macht. Und zwar ist relativ Wurst, das hatte ich ja schon gesagt, welcher Boden. pH-Werte zwischen 4 und nahezu 6 werden angenommen. Das ist also überhaupt kein Problem. Und in diesem Spektrum befindet sich so ziemlich fast alles, was wir in Deutschland mit Wald bepflanzen. Es gibt noch ein paar noch saurere Waldböden. Aber ja, da müsste man dann schauen, inwieweit das funktioniert, ob das gar nicht geht oder ja, da gibt es auch noch nicht so viele Erfahrungswerte dazu. Ja, zum Wachstum muss man sagen, der Baum kann 35 Meter Höhe erreichen. Das ist jetzt gar nicht mal so toll, ist aber auch durchaus respektabel und reicht für eine wirtschaftliche Verwertung vollkommen aus. Das höchste Exemplar aus Frankreich, das hat mal 30 Meter erreicht und das wurde dann hinterher noch von vielen anderen Exemplaren ebenfalls erreicht. Das heißt, wir dürfen in Deutschland auch so etwa mit, ich sag mal, 25 bis 30 Metern Höhe etwa rechnen. In der Heimat erreichen sie 600 bis 700 Jahre. Das würde ich eigentlich wenig dagegen sprechen, erstmal davon auszugehen, dass das auch in Deutschland erreicht werden kann. Natürlich dauert es 600 bis 700 Jahre, bis die dann so alt sind. Das Exemplar hier im Stadtpark von Baden-Baden, ich habe leider nicht herausfinden können, wie alt das genau ist. Von mindestens 150 dürfen wir auf jeden Fall ausgehen. Es könnte auch noch deutlich älter sein. Leider da, wie gesagt, keine Daten, die ich finden konnte. Vielleicht habe ich auch nicht richtig gesucht, ne? Der Zuwachs liegt so irgendwo im mittleren bis guten Bereich und das unterscheidet dann wiederum die Atlas-Zeder von der Libanon-Zeder. Da ist der Zuwachs geht so, ne? Also eher so im okayen Bereich und hier dann doch noch mal ein Stückchen besser. Wir haben zum Beispiel Vorräte in den natürlichen Vorkommen zwischen 300 und 700 Kubikmeter pro Hektar. 300, das entspräche so einem durchschnittlichen deutschen Wirtschaftswald, der auch fleißig bewirtschaftet wird, während 700 Kubikmeter, das wäre schon außerordentlich viel. Das ist also durchaus Potenzial vorhanden. Wir haben Trieblängenwachstum von etwa einem halben Meter bei den jungen Bäumchen pro Jahr. Das heißt, die etablieren sich auch recht schnell. Und leider habe ich jetzt noch keine wirklich brauchbaren Werte zur Durchmesser-Gesamtwuchs Leistung und Ähnliches gefunden, aber den einen Wert, den es gibt aus Frankreich, der gibt eine Gesamtwuchsleistung von 833 Kubikmeter pro Hektar im Alter 130 an. Das ist auf jeden Fall gut. Ja? Also um das mal einordnen zu können, Schulnote 2 so in dem Bereich irgendwo zu verorten. Ja, auch keine 1 mit Sternchen. Das hätte zum Beispiel Douglasie, ne, oder die Abies grandis, die Riesentanne. Pazifische Riesentanne auch gerne genannt, aber ist auf jeden Fall gut. So, und zum Holz, um dazu zu kommen, da muss man sagen, wir haben hier Spannbreite von 0,42 bis 0,66 Gramm pro Kubikzentimeter. Das ist auch so in etwa ein mittelschweres Holz. Viele andere Hölzer, die bei uns als Bauholz verwendet werden, liegen so in dem Bereich bis ein bisschen drunter. Es ist nicht das Niveau von Buche oder Eiche, aber auch deutlich über zum Beispiel dem Niveau von der Pappel. Leider auch ein bisschen über dem Niveau von der Fichte, das heißt von den Holzeigenschaften her schon recht brauchbar, aber dabei halt ein bisschen schwerer, als man das zum Beispiel eben von Fichtenholz gewöhnt ist. Das heißt, eine Umstellung der Holzwirtschaft ist auch, wenn man Zedernholz verwenden möchte, leider erforderlich. Da kannst du nicht die bisherige auf die Fichte spezialisierte Holzeinschneide- und Holzverarbeitungstechnik oder Holzarchitektur beibehalten. Eine sehr gute Nachricht, das Holz ist außerordentlich
außerordentlich dauerhaft, wirklich außerordentlich dauerhaft. Es gibt nur wenige Hölzer, die in Deutschland eingebaut werden können, die an die Dauerhaftigkeit ranreichen. Und es gibt fast nichts, was sie übertrifft, allenfalls vielleicht noch Robinie oder tatsächlich unsere Edelkastanie, bei der man noch ein bisschen schauen muss, unter welchen Bedingungen die eigentlich die optimale Dauerhaftigkeit entwickelt. Geeignet ist das Holz dann vor allen Dingen für den Außenbau, also irgendwelche Zäune, theoretisch irgendwelche Balkonbretter, sonstige Außenverkleidung von Häusern, eben aufgrund der hohen Dauerhaftigkeit bietet sich das an. Das kriegt so schnell also auch kein Pilz, das dürfte ziemlich lange dauern und hat damit ungefähr eine Haltbarkeit, unlackiert und unaufbereitet, von mindestens 15 Jahren, vielleicht auch 25, je nachdem wo es verbaut wird, ohne dass man da irgendwie was austauschen müsste, also für Gartenzäune und Ähnliches durchaus ganz gut zu gebrauchen. Kann nach oben natürlich noch besser sein, das kommt immer wirklich sehr auf den Verwendungszweck und die Umstände an. Innenausbau, Möbel und Vertäfelungen, also vor allen Dingen auch dekorative Geschichten, gerne auch Wände im Gebäude, die man irgendwie schön verkleiden möchte, solche Sachen. Es ist ein sehr dekoratives, sehr schönes Holz, hat so eine leicht rötliche Färbung, gibt einen angenehmen Duft. Zedernholzöl oder Zedernöl kennt man vielleicht aus, also ich kenne es jetzt speziell aus Bartpflegemitteln, aber wird häufig in der Parfümindustrie verwendet, wenn irgendwas gut riechen soll. Und ja, riecht auch gut. Das hat das Holz auch so an sich, tut es natürlich nicht ewig. Wenn man also sein Haus mit Zedern, mal Holz auskleidet, dann hat man ein paar Jährchen einen tollen Geruch und das nimmt dann aber mit der Zeit auch ab. Und ja, da muss man halt Duftbäumchen aufhängen, was auch immer. Ist geeignet für die Zellstoffherstellung. Man kann also auch theoretisch Papier draus machen. Das ist dann dahingehend interessant, dass ja nicht nur wertvolle Stämme rauskommen werden aus der Verwendung der Zeder, sondern hin und wieder eben auch mal Holz, was übrig bleibt. Hier und wieder auch mal ein schlechter Stamm, der weg muss, weil er nicht gut gewachsen ist. Und sowas ließe sich dann zumindest mal bestenfalls noch zu Holz verarbeiten. Natürlich brennt das Zeug auch und wird gerne zum Schiffsbau und generell für Dekorationsartikel eingesetzt. Ja, außerdem, wie man schon sieht von den Bildern her, ist das auch ein sehr dekorativer Baum, kann gerade als einzelstehender Baum in Parks und Ähnlichem wirklich außerordentlich hübsch und schön schlicht und ergreifend werden. Das ist ein Vorteil, den es quasi gratis noch oben drauf gibt. Ja, und wie ich schon gesagt hatte, um mal zu den Risiken des Anbaus zu kommen, ist es bei diesem Baum ja so, dass er eine sehr, sehr hohe Dauerhaftigkeit des Holzes hat. Das heißt, man muss eigentlich kaum davon ausgehen, dass Pilzbesiedlung ein großes Problem darstellen wird. Es gibt ein paar, die theoretisch in Frage kämen in der Heimat dieser Holzart, bis die bei uns auch eine Rolle spielen. Das würde wahrscheinlich so lange dauern, dass man bis dahin noch ganz andere Probleme haben, in Anführungszeichen. Da würde ich mir also erstmal momentan keine nennenswerten Sorgen machen. Und selbst wenn Pilzerkrankungen auftreten, dann nur im sehr überschaubaren Ausmaß. Allerdings können die jungen Pflanzen sehr wohl, gerade die jungen Pflanzen, von verschiedenen Insekten befallen werden. Da wäre der große braune Rüsselkäfer zum Beispiel zu nennen. Und da kann es dann mal sein, dass eben eine Massenvermehrung von desselbigen durchaus einem den kompletten Anpflanzung von der Zeder vernichtet. Aber auch das ist eher selten und wäre dann mehr ein lokales, kleinräumig auftretendes Phänomen. Und wenn man dann ein bisschen wartet, bis man wieder das nächste Mal versucht, Zeder zu pflanzen, dann ist bis dahin der Käfer auch wieder auf einem Niveau, dass es dann das nächste Mal klappen sollte. Das kann man natürlich auch vorher kontrollieren, inwieweit gerade viele braune Rüsselkäfer da sind oder nicht. Da gibt es Möglichkeiten. Sehr empfindlich ist er gegenüber Verbiss durch Wild, sprich durchs Reh, durch einen Hirsch oder Ähnliches. Da müsste man dann wirklich schauen, dass man auf jeden Fall einen Zaun oder irgendeine andere geeignete Abwehrmethode gegen Wildtiere drumherum baut, die Dinger in die Wuchshülle steckt und. Wird wahrscheinlich kein Weg dran vorbeiführen. Ja, und die Sache mit dem Trockenstress, das ist jetzt halt eben so der große Knackpunkt, wo sich ja auch Libanon- und Atlas-Zeder unterscheiden. Bei der Libanon-Zeder so gut wie gar kein Thema. Bei der Atlas-Zeder kann es zum Thema werden, da sie
während einer Trockenperiode weiter wächst. Das heißt, sie verbraucht auch weiter Wasser. Zwar nicht viel, und die Trockenheit an sich kann, solange noch ein bisschen Wasser vorhanden ist, dem Baum so gut wie nichts anhaben. Aber sollte zum Beispiel der Kontakt zum Grundwasser, was der Baum an bestimmten Stellen sicherlich gewöhnt sein wird, durch die lange und tiefreichende Pfahlwurzel unter anderem, sollte dieser Kontakt zum Grundwasser mal abreißen, dann werden auch Trockenheitsschäden auftreten. Und drum müssen wir da wirklich ein bisschen aufpassen, wo genau wir die Atlaszee dahin pflanzen. Auch wenn sie auf jedem Boden wachsen kann, wäre halt eben schon eine gewisse Wasserversorgung, die nicht völlig abreißt, über Jahr sicherzustellen, wenn man da verhindern möchte, dass es dann halt doch auch zu Dürreschäden kommen kann. Wobei den 100% dürreresistenten Baum, der auch ohne Wasser auf einmal trotzdem Photosynthese machen kann, den gibt es schlicht und ergreifend nicht. Das muss man sich natürlich auch klar machen. Ein weiteres Problem und ein großes Risiko, potenziell großes Risiko, kann die Feueranfälligkeit sein. Leider ist die Streu nämlich sehr wohl entflammbar, zwar nicht so gut wie das von unseren heimischen Kiefern, also die Streu unserer heimischen Kiefern, aber das darf man auch nicht unterschätzen. Und ein großflächiger Anbau in einem hohen Anteil in der Gesamtbaumazusammensetzung der Zeder wäre jetzt nicht unbedingt geeignet, das Waldbrandrisiko zu reduzieren, sagen wir es mal so. Ja. Also man muss es im Hinterkopf behalten. Ja, dafür ist die Frosttoleranz durchaus hoch. Allerdings wieder das Problem mit den Spätfrösten, die in Deutschland ja auch immer mal wieder, gerade dieses Jahr, durchaus ein Potenzial haben, Schäden anzurichten. Aber da eben die Jungpflanzen auch schnell zu ersetzen sind, sollten sie mal ausfallen, würde ich das Risiko als so mittel irgendwo einordnen. Leider ist dann noch als letztes zu nennen die Sturmanfälligkeit. Das Holz ist zwar durchaus von der Dichte her ordentlich und auch eben sehr gut geeignet für wertige Anwendungen, auch aufgrund der hohen dekorativen Anteile, aber leider ist es auch ein bisschen bruchgefährdet, nicht sehr stabil gegen ja, Zerbrechen schlicht und ergreifend. Und wenn man uns so Bäume anguckt, wie den wir hier ja uns jetzt gerade vor uns haben, die so schön ausufern gewachsen sind mit so vielen Seitenästen und schönen Strukturen in der Gesamtkrone, das ist dann eher negativ, wenn es darum geht, den nächsten Sturm unbeschadet zu überstehen. Da kann dann recht schnell so ein Ast mal aus der Krone rausbrechen, was natürlich dann wieder eine Verletzung darstellt, in die dann wieder ein Pilz kriechen könnte. Jetzt ist der Pilz natürlich kein großes Problem, aber ja. Man kann dem entgegenwirken, indem man eine kurze Umtriebszeit wählt, für den Anbau der Atlaszeder. Dann wird sie einfach gar nicht so alt und die Chance, dass sie als junger Baum umgeschmissen wird, die ist quasi nicht gegeben. Dass sie als alter Baum umgeschmissen wird, spielt dann auch keine Rolle mehr, weil sie bis dahin ja bereits geerntet worden ist. Da ließe sich also einiges in die Richtung machen. So, und jetzt muss ich nochmal nachlesen, was ich denn noch vergessen habe. Ja, und zwar habe ich nämlich vergessen zu sagen, mit wem baut man die denn an? Dass das keine Reinbestände werden sollen, das habe ich ja bereits in verschiedenen anderen Beiträgen erwähnt. Niemand hat vor, nochmal den gleichen Fehler wie bei der Fichte zu machen und nur Reinbestände zu pflanzen. Das ist lediglich bei der Buche eine Möglichkeit, weil die einfach natürlich im Reinbestand wächst und natürlich bei uns vorkommende Baumart ist. Da kann man da also mal ein Auge zudrücken. Bei allem anderen wäre es sicherlich nicht gut, das künstlich herbeizuführen. Drum ist sie geeignet für Mischbestände? Ja, ist sie. Und zwar zum einen mit der Steineiche Quercus ilex. Da setzt sich dann irgendwann die Zeder gegenüber der Eiche durch. Das ist aber bei den kurzen Umtriebszeiten, die wir anstreben, kein großes Problem. Da könnte man also zumindest mal darüber nachdenken, ob denn auch die Steineiche für uns eventuell was wäre. Dürreresistent ist sie definitiv. Vom Holz her allerdings eher schwierig. Auch sehr langsames Wachstum. Da wäre ich also ein bisschen vorsichtig erstmal, aber könnte klappen. Und außerdem wäre natürlich noch zu erwähnen, Pinus nigra, die Schwarzkiefer, die wird ja schon sehr erfolgreich in Deutschland hier und da angebaut. Sehr erfolgreich, bis zumindest mal erfolgreich. Es gibt wenig Flächen, wo das nicht funktioniert hat. Auch die könnte zusammen mit unserer Atlaszeder in einen Mischbestand gepflanzt werden. Wobei die Atlaszeder dabei die schattentragendere Baumart ist. Sie zählt zu den Halbstadtbaumarten. Ihr habt ja immer mal wieder
wieder den Blick durch die Krone und in die Krone gehabt. Da kommt schon recht viel Licht durch. Sie wirft also nicht viel Schatten. Da kann also auch anderes Schatten ertragen, das wunderbar unter diesen Baumarten stehen und vielleicht für eine zweite Waldgeneration dann die Herrschaft übernehmen. Das wären alles Möglichkeiten, mit denen sich dann Waldbau mit so einer Zeder realisieren ließe. Auf anderen Flächen, wo dann eben wieder viel Licht hinkommt, könnte man neues Federn hinpflanzen oder sogar auf Zedern-Naturverjüngung hoffen. Also Mischbestandsoptionen sind vorhanden. Mit welchen heimischen Baumarten sie sich im Mischbestand gut verträgt, das müsste man dann noch ein bisschen rausfinden. Aber zum Beispiel könnte da auch unsere Eiche in Frage kommen. Müsste man auch noch ein bisschen schauen, welche unserer beiden Eichen da besser geeignet wäre. Momentan steht, glaube ich, die Traubeneiche relativ weit vorne in der Liste der geeigneten Eichen. Ja, also da ist auch noch viel Potenzial vorhanden. So, und ich glaube, das wäre es dann im Wesentlichen. Ich versuche ja diese Zukunftsbaumporträts einigermaßen kurz zu halten. Eine erstens mal wunderschöne Baumart, großes Potenzial für im Klimawandel unseren Wald eben ein bisschen anzureichern, kann sehr alt werden, ist hübsch, ist auf keinen Fall invasiv. Holz ist halt leider kein wirkliches Konstruktions- und Bauholz. Das geht sicherlich auch irgendwo, aber da gibt es besser geeignete Hölzer. Und das kann natürlich dann nochmal so ein kleiner Nachteil sein, insbesondere im Vergleich zur Libanon-Zeder, die sehr wohl Bauholz für zum Beispiel Dachstühle oder Kriegsschiffe, wenn man ganz viele hölzerne Kriegsschiffe bauen möchte, wie am Mittelmeer mal geschehen, ne, liefern würde. Da könnte man also dann auch nochmal drüber nachdenken, ob man Kriegsschiffe haben möchte. Ne? So, also in diesem Sinne, irgendwann auch die Libanon-Zeder und ansonsten war es das jetzt für heute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.